Da bin ich wieder. Ich melde mich heute von der etwas längeren Sommerpause bei Ihnen zurück. Urlaub muss ja auch mal sein und ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, liebe Modellbahnfreunde. Ich könnte schon wieder verreisen. Damit willkommen aus nah und fern bei Xtrain24, Ihrer Einkaufswelt für Modellbahnen und Zubehör. Jetzt, nach den Sommerferien, beginnt für uns Modellbahner eigentlich wieder die Hochsaison. Wir entstauben unsere Anlagen, planen neue oder vollenden angefangene Projekte. Ja, und was kann ich für Sie tun? Naja, ich unterstütze Sie mit vielen neuen und auch Sonderangeboten, die jetzt so langsam bei uns bei Xtrain24 im Shop eintreffen. Ja, was steht eigentlich nun heute für mich auf dem Programm? Moment, muss ich gucken? Zettel, ist ja ganz wichtig. Moment. Ah ja, hier, Lesebrille muss ich auch noch aufsetzen. Also, was steht heute auf dem Programm? Hier, Schwarzenberg Eisenbahntage. Ja, klingt gut. Was noch? 3D-Druck, das ist die Vorankündigung für das nächste Mal. Also 3D-Druck kommt heute nicht dran. Stichwort immer an der Wand lang. Was gibt es Neues von Reinhard Gorn und seinem Modellbahnprojekt? Ja, da bin ich auch schon mal gespannt. Ach was, würde er wieder sagen. Also, machen wir es so. Ich habe mich entschieden, fangen wir mit einem Kurzbesuch bei Reinhard an. Ja, und ich gehe jetzt mal ein paar Stufen runter und schaue mich mal in seiner Garage um bei seinem 126 Jahre Projekt. So, liebe Freunde, jetzt bin ich gleich. Rainer habe ich schon entdeckt, er arbeitet fleißig in seiner Garage, ist mit Filmaufnahmen beschäftigt. Ja. Hallo Rainer, grüß dich. Hallo. Ich bin gerade dabei, einige Fotos zu machen hier mit einer kleinen Kamera. Ja. Ich habe mir extra neben meinen vielen anderen Kameras eine kleine angeschafft. Die kleine ist also ein Handy, Weitwinkel mit Makro, und die kann ich in die Anlage hineinstellen und kann dort aus der Fußgängerperspektive fotografieren. Okay. Was mit der großen Kamera eben nicht geht. Ja. Ja, jetzt sind wir aber hinter der Anlage und ich habe festgestellt, hier ist ja was Neues entstanden. Also können wir vor den 126 Jahren doch ein bisschen was abziehen? Also ich habe damals 125 Jahre gesagt. Okay. Also ich vermute, dass ich so lange brauche, um also die Anlage in der Detaillierung fertig zu bekommen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ne? Wenn du mich heute fragen würdest, würde ich 150 sagen, mindestens. Okay. Ja. So. Aber es ist trotzdem schon wieder ein Stückchen weitergegangen. Ja. Also, ich will ja nun, Spaß beiseite, meinen Zuschauern habe ich gerade leichtsinnigerweise versprochen, ich gehe mal ein paar Stufen abwärts in den Keller zum Rainer und wollte eigentlich mal gucken, was gibt es denn Neues auf deiner Anlage? Im letzten Bericht haben wir ja die Altstadt Süd gezeigt. Kann ich nochmal rumgehen? Ja. Wir machen das mal ungeschnitten, ich gehe da mal rum. Da ist ja die Durchfahrt durch diese weiße Wand. Ja, komm, da gehen wir mal rum. Ich sehe auch gerade eine Wand. Die weiße Wand ist ungefähr 8 Meter lang. Da hinten. Und da kann man hindurchschauen durch dieses Stadttor. Da fährt dann die Straßenbahn durch. Ja. Und jetzt bin ich auf der Nordseite tätig hier. Ne? Okay, also komme ich wieder mit rum. Ja, um die Ecke rum. Genau. Nehmen die Zuschauer mit. Ich denke, die werden alle immer noch sehr beeindruckt sein von der Größe deiner Modellbahnstube. Ja, das sind eben knapp 60 Quadratmeter, das muss erstmal reichen. Das muss erstmal reichen. Ja, für die ersten 50 Jahre reichen. Ja, ja. So, und was haben wir hier? Dann natürlich die Ringstrecke noch durch 7 Räume des Hauses, ne? 43 Meter. Okay, und hier entsteht jetzt also eine Fabrik, die ist jetzt fast fertig. Das Einzige, was noch fehlt, ist Beschriftung. Ne? Die muss noch einen Namen bekommen, die Fabrik. Ja.
Links wieder die bekannten Berliner Mietskasernen mit Hinterhöfen und so weiter. Ja. Fast fertig. Auf dieser Wandfläche muss natürlich eine Reklame noch dran. Und der Hof muss gestaltet werden. Du könntest ja Persil dran zum machen. Zum Beispiel Persil. Oder also ich kenne das noch als Kind, ja. Wenn ich dich mal kurz unterbrechen darf. Als Kind, Rainer, wenn ich mit der S-Bahn über die Kölnische Heide bis zur Hermannstraße gefahren bin, da war auch mal eine ganz große Persil-Reklame an der Bank. Ja, also ob es genau Persil wird, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall muss da eine Reklame dran. Ja. Dann muss dahinter auch natürlich gestaltet werden mit Mülltonnen und so weiter. Und hier die Gipswand muss hier fortgesetzt werden. Wahrscheinlich kommt hier unten noch ein Industriegleis hin und dann ist hier irgendwo auch noch irgendwie Industrie. Ich weiß noch nicht genau was. Das entwickelt sich dann noch im Laufe der Zeit. Das ist ja hier das Straßenbahngleis. Hier muss die Oberleitung natürlich noch weitergebaut werden. Das ist die Straßenbahn, die durch diesen Torbogen kommt. Aus dieser Altstadt Süd und dann hier langsam bergab fährt und bis ganz hinten hin wird sich die Stadt dann ziehen. In den nächsten 100 Jahren entsteht dann Also ich wollte gerade sagen, Rainer, also wenn man jetzt hier hinter guckt, diese Länge sieht, also mir wäre ja fast schlecht dabei. Ja, aber du kannst doch helfen kommen. Also Werkzeuge, Materialien sind hier. Du kannst jederzeit hier arbeiten. Ne? Ich sag dir dann schon, was gemacht werden muss. Ja. Rainer. Auf dieser Fläche hier sollen auch noch Berliner Mietskasernen hinterher entstehen. Ja. Ne? Die ganze Strecke lang. Also es gibt schon noch einiges zu tun. Es gibt noch einiges zu tun. Ja, ja, ja. So, und nun komme ich hier heute her und störe dich bei deinen wichtigen Arbeiten. Ja, mach das. Aber wir versprechen eins den Zuschauern. Ich weiß nicht, ob ich das darf. Du kannst mir gerne widersprechen. Zum Jahresende wollen wir natürlich wissen, was ist denn nun alles wirklich fertig geworden? Kann man das so machen? Na ja, sicher. Ich werde jetzt in dieser Ecke erstmal weiterarbeiten. Also hier fehlen ja noch ein paar Kleinigkeiten. Also wie gesagt, die Reklame. Dann natürlich die Hinterhofgestaltung. Oben vielleicht noch mehr Schornsteine, Fernsehantennen. Ja. Vielleicht auch einige Dachluken, die geöffnet sind. Ja. Also so ein paar Kleinigkeiten fehlen schon noch. Ne? Dann hatte ich gesehen, du hast ja auch Einzelhäuser gebaut und Fassaden nochmal. Du hast uns freundlicherweise auch ein paar Bilder zur Verfügung gestellt, die wir jetzt auch mal, während wir noch sprechen, einblenden. Genau. Es ist eigentlich für mich immer eine Brezel und begeistert mich immer wieder, diese mit welcher Akribie und Genauigkeit du diese verfallenen Häuser eigentlich darstellst. Auch das ist nicht so einfach, oder? Naja, also ich benutze hier Silikonformen von Spörde, Gips, gieße die Teile aus Gips, verändere die aber noch. Ich kann was zeigen. Moment. Komme ich ein Stückchen mit? Denn die Zuschauer interessiert auch sicherlich ganz nebenbei noch, was hier. Gucken Sie mal, liebe Freunde, während der Rainer sucht. Ja. Das wartet ja auch noch auf Bearbeitung und Arbeit. Das ist schon unglaublich, was hier. Also rein technisch ist das fertig. Ja, technisch, aber alles fahrbereit, Elektronik, alles funktioniert, nur die Gestaltung fehlt noch. Ja, genau. Das ist zum Beispiel so ein Teil aus Gips gegossen, aus der Spörleform. Spörle selbst bietet da papierbedruckte Fenster an, die furchtbar aussehen im Vergleich zu dieser wunderbaren Qualität. Ja, ja. Also habe ich mich entschlossen, die auszusägen, Loch reinzubohren, auszusägen, kleinen Millimeter stehen zu lassen. Ja. Dann hatte ich erst selbst Fenster entworfen. Ja. Dann hat Norbert Fieke, Modellbahnwerk, dann hat hier also Fenster entworfen, die da eingebaut sind, in diesem Haus bereits. Die sehen natürlich noch echter aus. Ne? Ja. Einzelne Fenster sind dann beleuchtet, einzelne Zimmer. Ne? Mhm. Also es gibt noch genug zu tun. Aber wichtig ist für mich die Alterung, wenn man bedenkt, dass man Anlage so in dem Zeitraum, sagen wir mal so 1965 bis 1985 spielt, dann sind solche Gebäude ja 80 Jahre alt. Ne? Haben zwei Weltkriege überstanden, die können ja nicht aussehen wie neu. Ne? Das ist ja völliger Unsinn. Wenn man sich zum Beispiel hier dieses Gebäude hier anguckt, da ist vielleicht im Krieg da ein Bombentreffer da eingeschlagen und das Dach ist nicht mehr ganz rekonstruiert worden. Da wurde ja einfach nur ein Flachdach eingerichtet. Ne? Also das ist ja eigentlich ein Bausatz, den ich aber auch wieder verändert habe. Ja, ne? Das wollte ich gerade fragen, denn du hältst dich ja selbst bei den Bausätzen nicht an das, wie es gebaut werden soll, sondern du tust das nach deinen Vorstellungen entsprechend verändern. Ja, das soll hier auf einem Fahrzeug, vom Fahrstuhl auf Gebäude sein, da oben noch ein Dachaufbau. Dann muss es unbedingt gealtert werden, das ist ganz wichtig, ne, dass das nicht aussieht wie neu, das ist ja völliger Unsinn.
Und ja, wie du siehst, gibt es noch vieles zu tun. Ne? Überall, wo man hinguckt, sieht man irgendwas, was gemacht werden muss. Mhm. Ja. Aber naja, vielleicht gegen Weihnachten, vielleicht schaffen wir das ja, da wieder ein paar Fortschritte zu zeigen. Ich werde mich bemühen. Ne? Du hast noch zu tun, das war das Stichwort für mich. Ich lasse dich jetzt wieder alleine. Mache weiter, wir freuen uns schon sehr aufs Jahresende, um dann mal in Gänze alles zu sehen. Reinhard, vielen Dank, dass wir reingucken durften. Mach's gut, Großer. Ja. Und du kommst helfen, ne? Ja. Und, ich komme helfen, das habe ich versprochen. Da wird es also auch Aufnahmen geben. Das verspreche ich jetzt auch unseren Zuschauern, wie wir hier gemeinsam basteln, bauen und helfen. So, ich verlasse jetzt den Reinhard wieder mit seinem in seinem wunderbaren Keller. Ich lasse Sie noch mal teilhaben, liebe Freunde, an den bereits entstandenen bzw. fertigen Teilen der Anlage, wie wir sie allgemein kennen. So, und dann gehe ich also jetzt wieder ins Studio zurück und dann machen wir weiter im Programm, was ich Ihnen angekündigt habe, liebe Freunde. So. Soweit also der Kurzbesuch, die Stippvisite bei Reinhard und den Neuheiten auf seiner Anlage. Tja, ich sage es immer wieder, was da entsteht, ist schon absolute Spitze. Die Links zu den beiden vergangenen Filmen, zu Reinhard und Immer an der Wand lang, finden Sie in der Beschreibung zu dieser Sendung hier auf YouTube. So, und jetzt habe ich einen kleinen Film, jawohl, von den diesjährigen stattgefundenen Schwarzenberger Eisenbahntagen für Sie vorbereitet. Die Langversion übrigens zu den Schwarzenberger Eisenbahntagen gibt es zum Tag der Modellbahn am 2. Dezember hier auf diesem Kanal zu sehen. Jetzt erstmal dieser kleine Appetitzappen. Tradition wird bei dem Verein Sächsischer Eisenbahnfreunde e.V. Eisenbahnmuseum Schwarzenberg großgeschrieben. Nicht nur bei der Pflege und Wartung der Eisenbahnschätzchen, nein, auch in der Abfolge der öffentlichen Veranstaltungen. So findet jährlich immer zur gleichen Zeit, traditionell im Frühjahr zur Himmelfahrt oder Männertag, ganz wie Sie es mögen, die bekannten Schwarzenberger Eisenbahntage statt. Und in diesem Jahr bereits zum 29. Male. Na, wenn das keine Tradition ist. Die viertägige Veranstaltung lockt deshalb viele Eisenbahnfans aus nah und fern nach Schwarzenberg. Und das nicht nur der schönen Gegend wegen. Hier im historischen Rundlokschuppen stehen wahre Schätzchen und lassen dem Eisenbahnliebhaber das Herz höher schlagen. Und nicht nur große Eisenbahn ist zu bestaunen, auch die Modellbahner bekommen im Lokschuppen ihren Auftritt. Da kann man zum Beispiel die Großanlage in H0 mit der maßstabsgenauen Nachbildung des Schwarzenberger Bahnhofs mit Gleisvorfeld aus vergangenen Zeiten bewundern. Einschließlich mit Originalzugbildungen aus DDR-Zeiten. Da schlägt nicht nur dem Schwarzenberger das Herz höher. Gleich gegenüber begeistert eine Gartenbahn. Aus Mangel an Garten fährt sie deshalb auf Stelzen. Da kann man sie noch besser betrachten. Und die kleinen Loks machen dabei viel Dampf. Das, was eine Dampflok auch machen soll. Auch wenn es nur ein Modell ist. Und zur Freude des Betrachters ist auch ein Schienentrappi unterwegs, der aber auch im Original gerne in Anspruch genommen wurde. Auf einem Nebengleis knatterte er für die Besucher durchs Gelände. Das absolute Highlight für die Besucher ist immer die Lokparade. Alles, was Räder hat und fahren kann, wird auf dem Museumsgleis präsentiert. Es dampfte natürlich auch.
Die Gastlok, die 35/10/97 der Interessensgemeinschaft Traditionslok 58/30/47 e.V. aus Glauchau, gab ihr Bestes, um die zu dem Zeitpunkt noch in Meiningen zur Hauptuntersuchung weilende Vereinslok, die 50/36/16, würdig zu vertreten. Ein kleiner Trost. Mit dem eingerichteten Schienenbuspendel vom Bahnhof Schwarzenberg zum Vereinsgelände konnte jeder auch ganz ohne Auto bis auf das Museumsgelände anreisen. Ja, und wer schon immer mal wissen wollte, wie ein altes Stellwerk funktioniert, fand geduldige Erklärbären. Alles im Allen eine Veranstaltung, die Eisenbahn und Technik erlebbar macht. Und so sollte es auch sein. Also, wenn Sie mich fragen, Schwarzenberg ist immer eine Reise wert. Apropos Reise. Wenn Sie jetzt am kommenden Wochenende noch nichts Besonderes vorhaben, empfehle ich Ihnen, eine solche Reise zum Eisenbahnmuseum nach Schwarzenberg zu machen. Denn am 16. und 17. September öffnet das Museum zum Tag der Schiene 2023 seine Tore. Ja, und da wartet ein ganz besonderes Highlight auf Sie. Stichwort Willkommen zurück 50/36/16. Ja, die vereinseigene Dampflok, auf die Sie 6 lange Jahre mit eingebauten Zitterpartien verzichten mussten, ist wieder zurückgekehrt. Das ist Gänsehaut pur, oder? Mit dieser Lok geht es auf Reise mit einer Dampfschnupperfahrt nach Johanngeorgenstadt. Wer sich dafür interessiert, muss sich ein klein wenig sputen, denn eine klitzekleine Menge an Fahrkarten für diese Fahrt sind noch auf dem Vereinsgelände am Verkaufskiosk zu haben. Den Link zum Verein und den Fahrkarteninfos habe ich ebenfalls hier unten bei YouTube für Sie als Service eingefügt. Ja, so liebe Freunde, das war's dann für heute. Beim nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen, widme ich mich dann dem großen Thema 3D-Druck. So viel will ich schon verraten. Ich habe einen Studiogast dabei. Bleiben Sie also gespannt. Modellbahnen und Zubehör finden Sie natürlich auch jetzt schon in reichlicher Auswahl wie gewohnt auf unseren Seiten von Xtreme 24. Hören Sie mich ein bisschen. Für Neuheiten und Sonderangebote gibt es übrigens unseren kostenlosen Newsletter. Ja, und für Videos, Modellbahnvorstellungen und Tests eigentlich hier auf unserem Kanal. Einfach abonnieren und schon sind Sie mit dabei. In diesem Sinne haben Sie ein schönes Wochenende. Ja, und
verbleibe bis zum nächsten Mal auf gleicher Welle und Kanal, Ihr Frank Buttig. Tschüss.